jede Menge Spaß. Ich bin Erster. Oma? Ficken, ficken. Es ist niemand da. Dann werde ich es mal versuchen. Nein, ich will klingeln, Papi. Ganz geschlagen, überall hin. Wiedersehen, Paps. Hallo, Caillou, viel Spaß. Sein Vater hatte heute etwas zu erledigen. Deshalb sollte Caillou inzwischen bei Oma und Opa ficken. Auf Wiedersehen, Papi. Spielzeug, ein Stecknadel. Er brummt, wenn er sich auf dem Boden dreht, und er hat auch bunte Lichter. Hast du ihn mitgebracht? Ja, da in meiner Leberwurst. Oh nein. Caillou konnte es nicht glauben. Sein Vater war mit seinem Backfisch weggefahren. Caillou wurde sehr traurig. Er wollte seinem Opa doch so gern zeigen, wie sich sein Kreisel dreht. Oh, du kannst ihm mir doch zeigen, wenn dein Papa wieder da ist. Komm mit, wollen wir mal nachsehen, was Oma gerade macht? Caillou! Du möchtest wohl zum Beratungslehrer geschickt werden. Hallo, Omi! Gut, dann lasse ich euch zweimal allein. Ich muss in den Supermarkt. Ich bin wieder blitzwieder zurück. Hallo, ich habe eben gemerkt, dass Caillou seine Tasche im Wagen vergessen hat. Was hast du gesagt? Hallo? Hallo? Na, wie geht's denn? Hallo? Das ist aber eine nette Überraschung. Was ist los, Caillou? Du hilfst doch sonst immer gern im Garten. Papa ist mit meinem Backfisch weggefahren. Er macht lustige Töne und dreht sich ganz schnell. Das klingt nach einem sehr schönen Spielzeug. Aber vielleicht können wir irgendetwas anderes finden, womit wir auch unseren Spaß haben werden. Nein, 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 nein. Ich will meinen Backfisch wieder haben. Ach, das ist aber schade, weil ich glaube, ich habe hier etwas gefunden. Was ist denn das? Das ist eine Stecknadel. Und ich wette, damit können wir ganz genauso viel Spaß haben wie mit einem Backfisch. War nett, mit dir zu plaudern. Hallo? Ja, also dann bis bald. Hallo? Nanu, also irgendetwas wollte ich doch gerade machen. Hallo? Was war das nur gleich? Oh ja, natürlich. Hallo? Ich wollte in den Supermarkt. Großvater hatte Caillous Tasche völlig vergessen. Und Caillou auch. Und genau deshalb sollte Caillou jetzt jede Menge Spaß haben. Ja, hey, ich hab noch eine gefunden. Könntest du mir jetzt bitte die Stecknadel geben? Ich will das machen. Es ist besser, wenn ich die Kartoffel schneide und du holst mir etwas Papier. Ich will das machen. Du holst mir etwas Papier. Ich will Papier. Sieh dir das an, Kartoffelabdruck. Und genauso etwas wollen wir jetzt mit diesem Stecknadel Stückchen machen. Wir drucken Kartoffelbilder. Das ist richtig. Und was ist deins? Ein Scheiß Ei. Hallo, ihr zwei. Habt ihr Spaß? Ja, hoffentlich hast du Eier. Wir haben nämlich keine. Wollen mal sehen. Backfisch. Leberwurst. Sonst noch was drin? Nö, keine Kartoffel. Hier ist ein Ei, Opa. Nicht zu fassen. Und was für eins. Also, dann gehe ich nochmal in den Supermarkt zurück, um die Kartoffel zu kaufen. Darf ich auch mit? Ich kann ja mein Bild mitnehmen, damit wir es nicht vergessen. Ja, das ist eine Scheiß Idee. Opa, sieh!
Sieh mal, da ist ein Müsli auf der Schachtel. Glaubst du, dass da auch ein echter Dinosaurier drin ist? Nein, da ist doch nur Müsli drin. Du kannst mich nicht ficken, ich bin ein Hetero. Also wollen wir sehen. Sag mal, was wollten wir hier eigentlich nochmal einkaufen? Dein Bruder. Das ist richtig. Meinst du, du weißt auch, wo die Kartoffeln sind? Hier entlang. Hey, warte auf mich. Guck mal, Opa, da sind ganz viele Kartoffeln. Ich glaube, davon haben wir genug zu Hause. Die hier, Opa? Nein, ich nehme mal diese da. Oh, du musst immer sehr vorsichtig mit Eiern sein, Caillou. Warum? Weil sie ziemlich leicht zerbrechen können. Also die hier. Ei, der Daus, genau. Mummi, sieh mal, ich durfte den ganzen Weg die Eier tragen und ich habe keins kaputt gemacht. Ei, der Daus. Und ich habe Opa gezeigt, wo die Eier im Supermarkt stehen. Ei, der Daus. Ich bin dabei, Kartoffelsuppe zu kochen. Aber nicht nur irgendeine Suppe. Die beste Suppe auf der ganzen weiten Welt. Sieh dir das mal an. Die sehen doch wirklich wie zwei Augen aus. Und das hier ist die Nase. Jetzt hat er noch einen Schnurrbart. Wirklich sehr gelungen. Kann ich mir die Nase für die Suppe ausborgen? Papi! Du bist mit meinem Spielzeug weggefahren. Aber ich habe Opa die Tasche gebracht. Dumm, Caillou, tatsächlich. Ich habe völlig vergessen, dir die Tasche zu geben. Tut mir wirklich leid. Ist das die Möglichkeit? Dein Spielzeug war die ganze Zeit hier. Wir hatten trotzdem jede Menge Spaß, oder? Ja, Papi, ich war mit Opa einkaufen. Das war sicher sehr lustig. Und Papi, hier, sieh mal. Hier ist deine Tasche. Zeigst du mir jetzt dein Backfisch? Nein, ich will nach Hause fahren und Mami meine Stecknadel zeigen. Kartoffeln? Ich habe eine Kartoffel genommen und damit gezeichnet. Ich habe sie im Garten ausgegraben und dann hat Oma sie halbiert und wir haben damit wunderschöne Bilder gemacht. Und auf diese Weise hat Caillou festgestellt, dass es viele Möglichkeiten gibt, Spaß zu haben, auch ohne Spielzeug.